Willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. So, gerade am Häuschen angekommen. Und, oh, der Motor ist sogar viel besser. Bauen wir den hier mal schnell aus. Den bauen wir ein. Das letzte Rad kommt dazu. Ja, ich weiß, ich muss trinken. Und wir befüllen den Tank noch auf die Schnelle. So, 20 Liter. Können wir uns nämlich wieder ein neues Zeug beschaffen. So, dann erst mal schnell hier ran. Ich brauche was zu trinken. Genau, Essen hier rein. Was brauche ich denn hierfür? Metallschrott und Holzbretter. Holzbretter hat man doch hier irgendwo drin. Ja. So, jetzt brauche ich noch einmal Metallschrott. Habe ich da überhaupt noch was? Nö, anscheinend nicht, aber ich hab Holz. Ich brauch 4, 5, 6 Metallschrott. Haben wir hier noch was drin? Ach hier, sehr schön. Unser nächster Schrank ist fertig. Und den hier noch. Unser Lager wächst. So, und den hier hinten hatte ich gesagt, will ich nur Holz drin haben. Das ziehen wir wieder an. Das ist bei uns broke gegangen. Hier kommen dann Komponenten und Metallschrott rein. Hier will ich nur Holz haben, habe ich gesagt. Essen, das kann man gleich mal essen. Hier haben wir einmal, den können wir hier rausschaffen. Den brauchen wir hier. Was brauchen wir hier? Metallschrott. Okay, das haben wir doch alles. Können wir doch alles schön fertig machen. So, das Zahnrad kommt hier mit rein. Die Munition kommt hier oben mit rein. Und das Holz kann dafür raus. So. Das war's an Munition. Das Messer kann erst einmal hier rein. Die Medizin kann erstmal wieder hier rein. Hier haben wir Holz. Ach, ernsthaft. So, Zahnrad, Nägel, Elektromist kommt hier mit rein. Das, das und das. Holz haben wir gesagt, kommt hier rein. Das, das und das. So, für die brauche ich noch das und das. Das haben wir hier. Ich brauche einen Hammer. Da ist er, der fast kaputt ist. Scheiße. Ja gut, kann man nicht ändern. So, dann kommt das erstmal hier hin. So, hier haben wir nur Essen.
Hier haben wir jetzt nur Getränke. Hier machen wir einfach mal nur die Batterien rein. Steine brauche ich für draußen. Können wir gleich mal raus gehen. Mal anfangen hier ein bisschen was fertig zu bauen. So, die Steine sind komplett weg. Charcoal. Machen wir bei Holz mit rein. Das brauchen wir für draußen. Und zwar für hier. So, brauchen wir das noch wofür anders? Hier können wir auch das machen. Hier können wir das machen. Brauchen wir das für hier drin noch irgendwo? Nein. 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 Okay, dann kommt das wieder dahin. Das kommt dahin. Die Batterien bleiben da drinne. Das können wir rausholen. Was habe ich denn jetzt alles hier drinne? Das. Gut, dann kann das Klebeband dahin. Die werden wieder aufgesammelt. Die kommen nicht bei Holz hin. Genauso wie das. So, was haben wir hier? Ja, diese Tierprodukte, die lasse ich jetzt einfach mal hier drin. Das und das, das und das raus. Das können wir hier mit reinmachen. Hier haben wir noch so einen Darm oder was das auch immer ist. Hier haben wir noch Steine und Clay. Gut, dann muss das hier mit rein. Stopp. Wir brauchen Stöcker. 4, 5, 6. Komm. Fertig. So. Die Stöcker waren... Und da fehlt das Messer. Stimmt, das habe ich ja rausgelegt. Ne, hier. So. Was war da unten? Da warten wir noch. Das kommt hier rein. Die Stöcker kommen dahin. Das kommt dahin. Die Blätter. Das raus und das raus. Machen wir das so. Das kommt dorthin und hier hinten das. Das und Stoff. Sehr schön. Dann kommt hier sowas rein. Der Motor kommt hier rein. Die Federn und die Streichhölzer. Da waren die Batterien. Hier war alles Mögliche drin. Hier war noch Holz mit drin. Machen wir das so. Alles mal ein bisschen sortieren hier. Hier kommt das Messer wieder rein. Hier haben wir noch Holz drin. Schaut an. Jo. Holz, 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 Holz. Das dahin. Dann packen wir das erstmal hier mit rein. So, dann waren hier die Federn, die Streichhölzer, die Zigarette kann hier mit rein, das kann hier mit rein.
Hier kommen die Batterien rein. Hier die Komponenten. Hier der Stoff und das Klebeband. So, und hier packen wir dann erstmal das hier noch mit rein. Da, Batterien, der ist leer. Gut. Und ich gebe mal wieder ein Leck. Dann. Metallschrott. Den holen wir uns jetzt. Na komm. So. Wir wollen es ja auch warm und hell hier draußen haben. Jetzt fehlt mir schon wieder der Hammer. Also manchmal könnte ich hier echt und so. So, fertig. Fertig, wow. Oh nee, die braucht auch was zum Anziehen. Lol, man kann in die reingucken. Da wissen wir doch, was wir als nächstes zu tun haben. So, das, dann kommt das Charcoal hier raus. So, Bretter und das. Und den hauen wir hier mit rein. So. Das soll da rein. Munition haben wir keine mehr. Wir brauchen unbedingt Munition oder andere Waffen. Ja. Aber wo findet man noch Waffen? Das. Wir haben eine Ingame-Zeit von 15 Uhr und ja, wie sieht es eigentlich hier? Trinken geht noch gerade so. Was ist denn damit? Kann man das abbauen? Ja. Oh, mal gucken, was da rauskommt. Metallschrott. Den verbauen wir hiermit. Den hätten wir auch hier verbauen können. Egal. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Schrott farmen. Anders geht's nicht. Stöcke haben wir genug. Oder Äste oder Zweige oder wie auch immer. So, wollen wir mal gucken, welches man hier abbauen kann. Das nicht. Ich glaube, die hier waren das. Ja. Ach ja. Das kann dauern. Darauf erstmal einen Schluck Latte Macchiato. So. Das ist wir haben eine Batterie. So, das Holz ist mir egal. So, wir haben eine Autobatterie. Ich brauche aber noch mehr Loot. Da ist noch ein Auto. Das werde ich jetzt noch ganz in Ruhe looten, so wie den Anhänger. Kann man das nicht mit den Bates auf einmal? Nee, schade. Ja, also, wir haben herausgefunden, wenn wir Automaterial brauchen, Autos kaputt schlagen mit einer Axt. Viele, die eine hasserfüllte Trennung hinter sich haben, kennen das ja, dass Spitzhacken oder Äxte in Autos landen. Vor allem die, die ein Auto haben oder hatten. Hier gab es nichts. Schade.
Machen wir den hier noch putz. Vor allem, was ist dort auf der Axt drauf? Ach, zwei Äxte, gut. Ich dachte, es wäre ein Totenkopf. Dann würde die den Namen Kopfspalter bekommen. Hallo? Oh Leute, ich habe keine Stamina mehr. Warum das? Och komm. Ey, beim letzten Hit wollte ich mich verarschen. So. Und noch eine Autobatterie. Welche ist besser? Die erste. Ihr wisst, was das heißt. Wir haben ein fahrtüchtiges Auto. Das macht es jetzt um einiges besser sogar. Wir haben Inventar, wir haben ein Lager im Auto. Lol. Jetzt können wir ein bisschen rumdüsen. So, öffnen und Batterie rein. Au. Hehe. Exit Car, Engine Start. So, ausschalten. Ein Auto, was fährt. So, ja, den Rest lassen wir erstmal so, wie es ist. Wo war jetzt der Motor? Der war dort mit drin. Dann einmal so. Die Zigarette raus und die Batterie rein. Die Zigarette kann da hoch. Und wir haben Metallschrott. So, und das ist... Ah, okay. Hier werden Sachen gelöscht. So, das haben wir auch fertig. Für was ist das? Okay, Wasser reinmachen. Ist das vielleicht das Zündmaterial? Oh, wenn ja, dann... Ja, das war's aber mit der Folge. Wir haben jetzt ein fahrtüchtiges Auto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.